Meine Damen und Herren, wir sind ja heute eigentlich die einzige Kraft, die hier etwas Neues zu sagen hat, die einzige Kraft, die mit gesundem Menschenverstand an die Themen rangeht. Und ich will jetzt durchaus mir einen Satz an unsere Mitbewerber in den anderen Zelten nicht verkneifen. Meine Damen und Herren, Sie sind alle davon überzeugt, dass die derzeitige Europolitik alternativlos sei, mit kleinen Nuancen. Der eine ist für die Eurobonds, der andere nur dafür, dass der ESM eine Banklizenz bekäme und solche Dinge mehr, wo Sie sich ja selber nicht mehr auskennen. Aber alle stimmen Sie dieser angeblichen Alternativlosigkeit zu und sagen, es gäbe keine Alternative. Meine Damen und Herren, hier steht und hier sitzt die Alternative. Und ich würde zur Bundeskanzlerin Merkel rüberrufen, komm rüber, du altes Schlachtross, hier ist die Alternative. Dieser Guillermoz ist ja seit 1313, ja, wenn man in andere Zelte reinschaut, kann man sagen, das stimmt wirklich, seit 1313 auch ein, ja, Rossmarkt, meine Damen und Herren. Hier haben sich früher Rosstäuscher die Hand gegeben. Und da sage ich auch ganz klar, wir haben politische Mitbewerber da drüben sitzen. Politische Mitbewerber, gegen die ein Rosttäuscher noch ein Ehrenmann ist. Und wenn man diesen Leuten die Hand reicht, muss man am Ende die Finger zählen, ob noch alle dran sind. Und es ist nicht nur so einfach dahingesagt, das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, wer kurz vor der Sommerpause noch schnell mal so eben einen Rettungsschirm über 700 Milliarden Euro unterschreibt, weil er ja dann in Urlaub muss und nachher weiß er nicht, ist jetzt der gedeckelt bei 700 Milliarden oder nicht, da haben wir jetzt nicht genau nachgelesen. Meine Damen und Herren, dann ist der Vergleich mit dem Rosttäuscher nicht weit hergeholt und unsere Botschaft ist, jawohl, wir stehen zu Europa, jawohl, wir sind Demokraten, weil wir 80% der Bevölkerung hinter uns haben, die ebenso wie wir sagen, nein zu diesem Rettungsschirm Wahnsinn. 80% der Bevölkerung gegen 4 Parteien, die sagen, das wäre alles alternativlos. Meine Damen und Herren, wir sind die Demokraten, hinter uns steht die Mehrheit, die anderen machen das Gegenteil von dem, was die kleinen Leute wollen. Und wir sagen das nochmal in dieser Deutlichkeit. Wir sind keine Populisten, als die man uns gerne hinstellt. Nein, wir sind Europäer in tiefstem Herzen. Wir freuen uns, in andere Länder fahren zu können. Wir freuen uns, dass es keine Schlagbäume mehr gibt. Wir freuen uns, dass wir frei handeln können. Aber wir freuen uns nicht, wenn wir Bilder sehen müssen, dass in Ländern wie Griechenland deutsche Fahnen verbrannt werden, dass unsere Kommissare und Gouverneure, die dorthin kommen und dort die Renten kürzen und dort die Bezüge kürzen und dem kleinen Volk dort die Luft abdrehen, weil sie ihre Zinsen nicht mehr erwirtschaften können. Da frage ich Sie, wer ist der bessere Europäer, wir oder die? Europa wird nur dann funktionieren, wie auch ein Staat, wie auch eine Region nur dann funktioniert, wenn wir die einzelnen regionalen Gebietskörperschaften möglichst souverän aufstellen. Deshalb sind wir auch so für starke Kommunen, für eine gute Finanzausstattung der Kommunen, damit unsere Bürgermeister, damit unsere Kommunen unten sauber arbeiten können und nicht abhängig sind vom Fördergeldgustus der Landes- und Bundesebene. Und deshalb haben wir als Freie Wähler Landtagsfraktion auch geklagt gegen diesen Euro-Rettungsschirm-Wahnsinn, weil eben der Fiskalpakt ganz enge Grenzen definiert, wie viel Geld am Ende die Länder und Kommunen überhaupt noch ausgeben dürfen. Und da kann ich Sie fragen, meine Damen und Herren, den Letzten beißen die Hunde und die Letzten in diesem Spiel sind erfahrungsgemäß leider die Kommunen. Da wird auf Berliner Ebene der Rettungsschirm bezahlt, auf Landesebene die Kärntner Landesbank und andere Kopfschüsse. Und die Kommunen können am Ende ihre Erzieherinnen und ihre Kindergärtnerinnen nicht mehr anständig bezahlen, meine Damen und Herren.
Und deshalb hängt das auch alles zusammen. Und wenn dann immer die Aussagen kommen, ja, ihr freien Wähler, ja, ist denn diese Europolitik überhaupt eure Kopfgröße? Könnt ihr da überhaupt mitreden oder braucht man da nicht die Experten? Meine Damen und Herren, der normale Bürger, der normale gesunde Menschenverstand ist hier eine bessere Expertise als das Geschwafel von Leuten, die uns gestern irgendwelche Papiere angedreht haben, die heute wertlos sind, die am amerikanischen Immobilienmarkt mit bayerischem Steuerzahlergeld in Höhe von mehreren 10 Milliarden Euro investiert haben, was heute nichts mehr wert ist. Meine Damen und Herren, ich will nicht, dass es so weit kommt wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wieder Zigaretten und Damenstrumpfhosen Ersatzwährung sind, weil das Geld nichts mehr wert ist. Wir kämpfen dafür, dass die Währung stabil bleibt. Deshalb klare Botschaft, jeder haftet für seine Spekulationsunfälle selbst. Und ich habe keine Lust drauf, dass der kleine Steuerzahler dafür bezahlen muss, weil englische, amerikanische und sonstige Investmentgesellschaften sich in Spanien und Griechenland verzockt haben. Die sollen ihre Suppe selber auslöffeln dort. Und wie pervers muss ein System sein, das den Banken jeden Verlustausfall garantiert, einen dauerhaften Rettungsschirm ins Leben ruft? Da ist ja im Namen schon drin, dauerhaft. Und man sagt, keine dauerhafte Schuldenübernahme. Genau die dauerhafte Schuldenübernahme sollen wir als Steuerzahler hier gewährleisten. Meine Damen und Herren, die Banken sollen sich doch alle selber zusammenschließen und sollen eine Risikoversicherung abschließen, wenn der eine oder andere hier ja wackelt. Warum muss der kleine Mann für die großen Milliardäre bezahlen? Das ist eine Verkehrung der Politik. Ich sage das auch sehr deutlich an die Adresse von Frau Merkel und an die Adresse ihrer heutigen Gastgeber der CSU. Die haben ja jedes Jahr einen anderen Experten, voriges Jahr Herrn McAllister, schottische Abstammung, da wollten sie noch sparen, demonstrieren. Heuer machen sie dann die Milliardenmutti. Meine Damen und Herren, nebenbei sei gesagt, auch wir haben Leute, die Hochdeutsch sprechen können. Sie haben es vorher am Herrn Wehrhahn selber gesehen. Meine Damen und Herren, wir kämpfen dafür, dass diese Währung stabil bleibt. Wir kämpfen dafür, dass Europa stabil bleibt, dass es regional aufgestellt ist. Es ist ja heute schon zu zentral, wenn Brüssel bestimmt, was bei uns in der Dorfmetzgerei zu passieren hat, wenn Brüssel bestimmt, wie bei uns die Agrarpolitik auszusehen hat, ob hier 7% Fläche stillgelegt werden müssen oder nicht. Das regelt heute Brüssel. Da sage ich, das wollen wir lieber selber bestimmen dürfen. Die sollen sich um die großen Themen kümmern, beispielsweise die Sicherheit der Atomkraftwerke. Temelin ist tschechische Ländersache und die Dorfmetzgerei ist Sache Brüssels. Genau andersrum müsste es sein. Brüssel, kümmere dich um die wichtigen Aufgaben und lass uns bei unseren regionalen Themen in Ruhe, bitteschön. Und wir wollen auch, dass dieses Haus Europa, wie es ja immer tituliert worden ist, durchaus noch verschiedene Zimmer hat, durchaus nicht jede Säule da drin rausgerissen wird. Und wir wollen vor allem eines nicht, meine Damen und Herren, dass dieses Haus Europa zu einem Spielcasino umgebaut wird. Deshalb stabile Finanzen, solide Politik der Freien Wähler, anstatt Alternativlosigkeit von Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Und es ist ja schön, wenn dann immer der Ausdruck, ja, die Rettungsschirme, die Schirme. Man kann dieses Wort Schirm bald nicht mehr hören. Und ich will sagen, wenn hier Schwarz, Rot, Grün, Gelb alle als Schirmparteien auftreten, dann sollen sie heute draußen ein Gruppenfoto machen und drüber schreiben, die Schirmlinge. Und diese Schirmlinge, meine Damen und Herren, diese Schirmlinge, die so tun, als gäbe es links und rechts überhaupt keine Alternativen mehr. Ich meine jetzt nicht in politischen Flügeln, sondern die fahren geradewegs auf den Baum zu. Und wenn ich mit einem Auto mit 100 km/h auf einen Baum zufahre und sage, das ist alternativlos,
dann kann ich entweder abbremsen oder kann an der Seite vorbeifahren, aber ich darf nicht mit Vollgas reinfahren. Und da brauchen wir uns auch aus deutscher Sicht ja keine Illusionen zu machen, dass bei uns die Welt in Ordnung wäre. Meine Damen und Herren, wir haben mittlerweile Staatsschulden von über 2 Billionen Euro. 1,3 Billionen der Bund, 600 die Länder, Rest Kommunen. Wir zahlen jährlich an die 70 Milliarden Euro Zinsen für diesen Wahnsinn. Das ist pro Einwohner rund 1.000er. Jeder siebte Euro, der ausgegeben wird vom Staatshaushalt, ist schon um Altschulden zu bezahlen. Und wir nehmen jedes Jahr neue Schulden auf in der Höhe, wie wir alte Zinsen zahlen müssen. Jetzt frage ich wieder die Hausfrauen unter Ihnen und die kleinen Leute unter Ihnen, wenn Sie jedes Jahr zur Bank gehen müssen und Kredit aufnehmen, um die Zinsen der alten Schulden zu bezahlen, ja, dann können Sie vorausrechnen. Dann dürfen Sie sehr schnell, ja, entweder Ihren Wohnsitz schließen und anonym irgendwo untertauchen oder Privatinsolvenz anmelden. Aber nein, der Staat, der macht es anders. Der nimmt die nächste Staatsanleihe auf und wieder eine Staatsanleihe. Und da freuen Sie sich momentan noch, der andere Schirmling, der Herr Finanzminister Schäuble auf Bundesebene, wenn er momentan ja für 0% Schulden aufnehmen kann, da freut er sich. Ihr merkt aber nicht, dass er hier in eine Falle gelockt wird, dass der Staat auf diese Schuldendroge immer mehr angewiesen ist, dass er ohne diese neue Verschuldung seine Ausgaben nicht mehr bezahlen könnte. Und irgendwann werden die Zinsen auch bei uns wieder steigen, wenn wir für diese 2 Billionen Euro heute 70 Milliarden Zinsen zahlen, dann zahlen wir so 3-3,5% durchschnittlich für unsere Schulden. Andere Länder wie Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, die zahlen 6-7%. Wenn die Märkte diesen Braten riechen in Zukunft und sagen, Deutschland hat sich ja hier über Gebühr aus dem Fenster gelehnt, dann kann sehr schnell sein, dass wir für die neuen Staatsanleihen, die wir brauchen, um die alten abzulösen, nicht mehr 3% zahlen oder nicht mehr 0%, sondern 4-6%. Meine Damen und Herren, dann ist Polen offen, dann brennt die Hütte, weil wir dann dieses Geld nicht mehr herbekommen. Und dann sage ich Ihnen eindeutig, dann wird es so kommen, wie es immer gekommen ist. Wenn der Staat seine Schulden nicht mehr zahlen konnte, dann sind die 100.000 Euro, die Sie auf Ihrem Sparguthaben haben, in ein paar Jahren noch dazu in der Lage, sich damit ein Klappfahrrad zu kaufen, aber Sie können dafür kein Haus mehr kaufen. Das Geld wird dann Wert verlieren, so sicher wie die Samen in der Kirche. Und deshalb ist die heutige Politik von Merkel und Seehofer nicht alternativlos, sondern hirnlos. Und es geht uns darum, in die Zukunft zu schauen und die Strukturen zu sichern. Es geht uns darum, eine Gesellschaft und einen Staat aufzubauen oder zu erhalten, in dem die Menschen auch in Zukunft in Frieden, Wohlstand und Demokratie leben können. Und wenn Sie die aktuelle Rentendebatte mitverfolgen, wo die alternativlosen Schirmlinge darüber diskutieren, ob wir im Jahr 2030 650 Euro oder 800 Euro Mindestrente benötigen. Meine Damen und Herren, da ist meine Frage zunächst mal, was kriege ich im Jahr 2030 für 650 oder 800 Euro im Monat, sofern wir überhaupt den Euro dann noch haben. Eine Dose Katzenfutter oder 3 Bananen. Was kriege ich dann noch 2030? Und deshalb ist die Politik der Freien Wähler auch hier nicht so kleinkariert, zu diskutieren, ob es besser ist, wie die Frau von der Leyen eine Zuschussrente zu wollen. Oder eine Garantierente, wie es die Grünen wollen. Der eine nennt es Zuschussrente für 800, der andere Garantierente und da zerbrechen Sie sich den Kopf. Meine Damen und Herren, wissen Sie, wie die Altersvorsorge der Freien Wähler aussieht für diese Gesellschaft? Die heißt gut bezahlte und gut ausgebildete Lehrer und Erzieherinnen, ein flächendeckendes, schnelles Internet, gute Bildungspolitik, bäuerliche Landwirtschaft, flächendeckende Haus- und Facharztversorgung. Das ist unsere Garantie, dass Sie im Jahr 2030 am Land wie in der Stadt noch ordentlich leben können und nicht eine verlogene Rente, die am Ende nichts mehr wert ist. Und so gelingt es eben, ja, den Etablierten immer wieder die Leute einzuwickeln,
den Leuten zu sagen, ja, wir haben die Konzepte. Sie haben die letzten Jahre bewiesen, dass sie keine Konzepte haben. Wir haben bewiesen, dass wir die Konzepte haben. Wir haben immer gesagt, eine dritte Startbahn brauchen wir heute nicht, weil auf zwei Startbahnen das jetzige Flugaufkommen abgewickelt werden kann. In 10 und 20 Jahren schauen wir weiter. Wir haben immer gesagt, wir brauchen schnelles Internet, als die CSU noch gesagt hat, das brauchen wir nicht. Wir haben gesagt, wir brauchen eine flächendeckende Haus- und Facharztversorgung, als die CSU mit der FDP in Berlin den 73b Hausarztvertrag hier neu formuliert hat und hat den Hausärzten damit im Prinzip ja die Todesurkunde unterschrieben. Wir waren politisch schon vor Fukushima auf dem Weg und haben gesagt, eine Laufzeitverlängerung für Kernenergie braucht man nicht, die ist gefährlich. Wir wollen regionale Energieoffensive mit den Kommunen, mit den Bürgern. Wir sind ausgelacht worden und da haben die Schirmlinge noch für die Atomlaufzeitverlängerung gestimmt. Da haben wir schon Veranstaltungen gehalten, wie ein kommunales Stadtwerk, wie eine kommunale Bürgergenossenschaft diese Energiewende hinbekommen kann, meine Damen und Herren. Und deshalb ist die Politik der Freien Wähler heute auch die Ideenschmiede für ein funktionsfähiges Bayern und für ein funktionsfähiges Deutschland. Und ich kann die Fragen dann am Ende nicht mehr hören, ja, ob wir dem, den Herrn Ude oder dem Herrn Seehofer zur Mehrheit verhelfen wollen. Nein, meine Damen und Herren, die Frage wird am Ende lauten, wer darf mit uns regieren und wenn sie nicht wollen, dann sollen die miteinander regieren. Und das ist unsere Formlehre. Wir schauen nicht nach dem Parteibuch, sondern wir sagen, was ist der Inhalt deines schönen Büchleins? Was willst du denn erreichen? Und wenn er für die Bürger bereit ist, Politik zu machen, können wir uns eine Regierung mit beiden Seiten vorstellen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Wir sind nicht aufs Regieren angewiesen, wie andere, die nur dadurch existieren, dass sie einen Ministerposten haben. Nein, wir existieren als Freie Wähler mit oder ohne Regierungsbeteiligung. Ich bin auch neugierig, was die anderen Redner, ist ja nachher in der Presse zu lesen, wieder für Pläne haben, wie sie Bayern und Deutschland voranbringen. Und besonders, ja, belustigend muss ich schon fast sagen, war die Aussage des altbekannten und altbewährten Politprofessors und Wahrheitssagers und Glaskugellesers, Herr Oberreuther, der gesagt hat, der Münchner Oberbürgermeister habe die beste altbayerische Ausstattung. Die beste altbayerische Ausstattung, um ein Volksfestzelt hier zu begeistern. Meine Damen und Herren, abgesehen davon, dass wir heute nicht ausschließen wollen, mit ihm vielleicht politisch zusammenzuarbeiten, interessiert mich die altbayerische Ausstattung von Herrn Ude ansonsten nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen Ziele aufzeigen und müssen machbare Lösungen auf den Tisch legen. Das ist bei der Europolitik der Ruf danach, sich an das zu halten, was bei der Einführung versprochen worden ist. Jeder haftet für seine Schulden selbst. Das kann in der Übergangszeit eine Parallelwährung sein für Länder, die nicht mehr auf die Beine kommen. Wird dann am Ende vielleicht der Euro-Austritt sein. Oder wenn sie wieder auf den Beinen sind, können sie wieder rein. Genau wie andere Länder wie Tschechien und Polen, die nicht in der Eurozone sind, trotzdem aber zu Europa gehören. Eine eigene Währung haben und Wirtschaftswachstum haben, während Griechenland massiv Wirtschaftseinbruch hat. Polen hat über 3% Wirtschaftswachstum ohne Euro, Griechenland mit Euro 7% minus. Jetzt könnte ich sagen, ist der Euro Garantie für Wohlstand? Ist der Euro Garantie für Europa? Oder ist der Euro, das sage ich ja ganz offen, vielleicht ein gut gemeinter Traum? Ich hätte mir gewünscht, er hätte so funktioniert wie geplant. Aber wenn ich merke, dass ein Traum zum Albtraum wird, dann muss ich aufwachen und nicht sagen, gebt mir nochmal eine Droge, ich träume so schön weiter. Wir müssen dieses Ding retten, bevor es an der Wand zerschellt. Meine Damen und Herren, auch die Energiepolitik wurde in den letzten Jahren bei uns massiv falsch eingestielt von Schwarz, Rot, Grün, Gelb. In Bayern hat ja der allseits bekannte Herr Ministerpräsident Edmund Stoiber, Tafelsilberverkäufer par excellence,
den bayerischen Anteil an der Energieversorgung damals für ein Butterbrot abgegeben, brauchen wir ja nicht mehr, wir sind ja modern. Das regelt der Markt, das macht die private Wirtschaft, das machen die Investoren. Meine Damen und Herren, heute stehen wir hier ja, mit dem Rücken zur Wand und mit dem Wasserspiegel bei den Nasenlöchern, bei der Energiepolitik. Warum? Weil die Strukturen falsch sind, weil hier Monopolisten den Markt beherrschen. Ich will den Firmen gar nicht zu nahe treten, die wären dumm, wenn sie anders verhalten würden, aber die Politik ist schuld, die hat hier die falschen Rahmenbedingungen gesetzt. Und deshalb treten wir dafür ein, die Energiewende jetzt dazu zu nutzen, diese Monopolstrukturen aufzubrechen, regionale Versorgungskonzepte zuzulassen und nicht zu akzeptieren, dass gegen die erneuerbaren Energien mittlerweile ein populistischer Feldzug gezogen wird, wo man sagt, die erneuerbaren Energien sind schuld, dass die Energie teurer wird. Meine Damen und Herren, die Entsorgungskosten der Kernenergie, das werden unsere Kindeskinder bezahlen und da wird ihnen noch schwindelig werden. Da sind Milliarden und Abermilliarden auf den Tisch zu legen für eine Energie, die man dann hoffentlich gar nicht mehr nutzt. Und den Erneuerbaren, denen wirft man jetzt vor, die sind schuld. Ich sage Ihnen eins. Den erneuerbaren Energien wird mittlerweile der eigene Erfolg ein bisschen zum Verhängnis, weil der Strompreis an der Börse in Leipzig frei floatet, wie man so schön sagt. Und dann die Garantiepreise, die Erzeuger der erneuerbaren Energien bekommen, davon abgeleitet werden, wie viel ist Differenz zwischen Börsenpreis in Leipzig und dem Garantiepreis. Das wird dann in der EEG-Umlage hier verrechnet. Meine Damen und Herren, das heißt, die erneuerbaren Energien tragen heute durch ihren Erfolg schon dazu bei, dass der Strompreis an der Börse sinkt. Die Differenz zum Garantiepreis wird immer größer, das heißt, es muss immer mehr bezahlt werden. Aber dieses Geld kommt ja bei den eigenen Bürgern an und damit kann ich leben und damit müssen wir heute nicht. Und das ist die Meinung der Freien Wähler. Wenn die Sonne scheint, die Solartechnik abschalten und wenn der Wind geht, die Windkrafträder anschalten und am Ende nur die Kernkraftwerke länger laufen lassen, um damit die Windkrafträder anzutreiben, also wie sie es heute wollen, sondern wir sagen, wenn die Sonne scheint, muss ich einspeisen, wenn der Wind geht, muss ich einspeisen und ich brauche Speichertechnologien. Ich muss diese erneuerbaren Energien, die unbegrenzt zur Verfügung stehen, speichern können. Durch Elektrolyse, glaube ich, vor allem auch erstmal, um damit Wasserstoff und Sauerstoff zu bekommen, das mit Kohlendioxid, dann zu Methan, dann habe ich mein Biogas selber erzeugt, brauche das nicht mehr bei Gazprom, bei den Russen zu kaufen und kann damit am Ende mit Wind, mit Sonne, mit Wasser meine Energieversorgung selber auf die Beine stellen. Aber das wäre wohl zu einfach, weil dann keiner mehr die Hand auf der Ölquelle hat und sagt, wenn du nicht brav bist, gibt's nichts mehr, weil die Sonne können es doch noch nicht verdunkeln, die Damen und Herren. Also klare Botschaft, bei den erneuerbaren Energien jetzt nicht auf die Bremse treten, um Gottes Willen, und die Atomkraftwerke wieder beleben, sondern diese dort gewonnene Energie speicherfähig zu machen. Es gibt heute schon die Technik. Und ich kriege so einen Kropf, wenn ich dann höre, hier würde dann am Ende mit dieser Technik dann verhindert, dass wir da einen vernünftigen Strompreis bekommen. Meine Damen und Herren, die Technik ist da. Wir müssen diese Technik zum Leben erwecken. Wir müssen diese Technik salonfähig machen. Und wir müssen diesen Leuten, die mit den Lobbyisten im Bett liegen, hier die Kompetenz aus der Hand nehmen, zu bestimmen, wofür wie viel Stromgeld fließt. Wir haben jetzt die perverse Situation, dass für diese Windparks in der Nord- und Ostsee, die technisch überhaupt nicht funktionieren, wo man die Leitungstrassen wohl erst in einigen Jahrzehnten bis zu uns gelegt haben wird, aber Investorengremien sitzen hinter diesen Windparks und diese Windparkbesitzer bekommen jetzt vom kleinen Bürger und Steuerzahler Stromgeld dafür bezahlt in Höhe von 0,25 Cent pro Kilowattstunde. Für Strom, den sie nicht geliefert haben, weil die Leitung noch nicht steht. Zur selben Zeit bekommt der kleine Bauer, der eine Biogasanlage gebaut hat und seit Monaten Strom liefert, kein Geld, weil man sagt, der Computer funktioniert noch nicht. Du musst erst noch eine
Papier ausfüllen, damit du dein Geld bekommst. Der Große bekommt Geld für Strom, den er nicht geliefert hat. Und der Kleine bekommt kein Geld für Strom, den er geliefert hat. Und muss nur mitzahlen für den Großen, der nichts geliefert hat. Das ist die Energiepolitik von Schwarz und Gelb. Die sind dann immer wieder ganz erstaunt, wenn man ihnen diese Zusammenhänge aufzählt. Ja, dann erschrecken sie vor sich selber. Genauso wie sie vor einigen Tagen gesagt haben, ja, der Aiwanger ist ein Populist, weil der Aiwanger hat gesagt, ja, die hohen Benzinpreise würden mit der falschen Europolitik zusammenhängen. Kann ja nicht sein, nein. Meine Damen und Herren, je schwächer der Euro im Vergleich zum Dollar ist, umso höher ist für uns der Einkaufspreis für Rohstoffe, weil in Dollar abgerechnet wird. Und deshalb sage ich, wenn wir heute eine stabile Währung hätten, dann wäre der Sprit billiger. Wenn wir mit einer zunehmenden Weichwährung auftreten, ja, dann braucht man uns nicht zu wundern, dass wir immer mehr Geld auf den Tisch legen müssen. Hinzu kommt, dass in die Rohstoffmärkte massiv Spekulationskapital geflossen ist, weil die europäischen Bankenretter hier mehrere Billionen Euro, das sind 1000 Milliarden, in die Märkte gepumpt haben. Und dieses Geld sucht jetzt nach Anlageobjekten, spekuliert jetzt auf den Rohstoffmärkten. Auch das hat die Nachfrage nach Rohstoff erhöht, hat die Preise nach oben getrieben. Und wenn man das heute sagt, dann ist man Populist. Ich weiß nicht, wie die Populist überhaupt definieren. Für mich ist Populist einer, der wissentlich die Unwahrheit sagt, um das Volk einzuseifen, wieder besseres Wissen. Und ich bin überzeugt, Frau Merkel hat Physik studiert, die kann rechnen. Ich gehe davon aus, auch Prozent und Zins rechnen. Ich bin überzeugt, Frau Merkel weiß, und das will ich ihr zugute halten an der Stelle, die weiß, dass sie auf dem falschen Dampfer sitzt und traut sich nur nicht runterzuspringen. Das ist Populismus, wenn man dann nur sagt, es ist alternativlos und ich bewahre euer Europa und alle anderen sind die Bösen. Das ist Populismus gegen das eigene bessere Wissen und gegen die eigene Überzeugung, Politik zu machen und die Leute einzuseifen. Wir sind die, die Wahrheit sagen, die anderen sind die Populisten, meine Damen und Herren. Wir sprechen von der Haus- und Facharztversorgung und von den kommunalen Kliniken, die ja wirtschaftlich immer weiter abschmieren. Und da kann ich auch den Ärzten, die jetzt deutschlandweit protestieren, weil sie wieder quasi eine Nullrunde bekommen haben, nur zurufen: Liebe Ärzte, ihr seid systemrelevant, aber nicht die Zocker an den internationalen Börsen. Und deshalb sind wir auch der Meinung, dass wir uns diese Ärzte auch leisten müssen. Und da kann man nicht sagen, jammern auf hohem Niveau, die verdienen ja eh so viel. Meine Damen und Herren, der Gradmesser ist für uns, was passiert, wenn wir so weitermachen. Dann passiert auch dasselbe, was die letzten Jahre passiert ist. Dass wir für teures Geld gute junge Leute ausbilden. Diese guten jungen Leute dann in die Schweiz gehen, nach Österreich, nach Holland und sonst wohin. Und dem deutschen Gesundheitssystem nicht mehr zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wird für den Verwaltungsaufwand in der Gesundheitsindustrie, Krankenkassen, ich will wieder den einzelnen Leuten nicht so nahe treten, den Mitarbeitern dort oder den Konzernen der Verwaltungsbranche, aber die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen, wenn diese Krankenkassen und das Drumherum an Bürokratie heute genauso viel Geld verschlingt wie die 150.000 niedergelassenen Haus- und Fachärzte in ganz Deutschland, dann stimmt etwas nicht mehr, meine Damen und Herren, wenn am Ende mehr Leute daneben stehen, die das Papier ausfüllen, als Leute, die noch Dienst am Patienten machen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass unsere Struktur zusammenbricht. Und dann sage ich es wieder, dann ist es mir zunächst mal egal, ob ich im Jahr 2030 650 oder 800 Euro Rente bekomme. Wichtig ist, dass wir überhaupt noch einen Arzt haben, der uns operiert, wenn wir krank sind. Und nicht, dass Horst mit 650 Euro verschieden die Todesanzeige kann er sich noch leisten. Aber die Bestattung, die erledigt man dann gemeinsam vielleicht. Meine Damen und Herren, klare Botschaft, ja zur Ärzteschaft, ja zu den Krankenschwestern, sie haben uns an ihrer Seite, lassen sie sich nicht einseifen, kommen sie zu den Freien Wählern. Wir wollen unser heutiges Ergebnis deutlich ausbauen, wir sind sehr glücklich über die 10,2% von letztem Mal, die Umfragen haben uns 6-7% gegeben, der CSU damals 49. Als ausgezählt war,
ja, hat 43 für die CSU bedeutet anstatt 49 und 10 für uns anstatt 6 oder 7. Heute haben wir Umfragen von 46% für CSU, wenn sie es selber machen, und 43 bis 44, wenn es andere machen, und 8 bis 10 für die Freien Wähler. Meine Damen und Herren, was soll denn da noch schief gehen? Und somit ist unser Ziel für Bayern klar zu sagen, wo wir hinwollen. Vernünftige Finanzausstattung der Kommunen, da schaue ich ja ganz gezielt unsere Bürgermeister an, meine Damen und Herren. Unsere Bürgermeister, die draußen mit den immer knapper werdenden Mitteln immer mehr erledigen müssen. Wir kämpfen für die Regionen, für den ländlichen Raum, das sage ich ganz deutlich. Ob das Franken ist, ob das Ostbayern ist, ob das ja die Gebiete außerhalb der Speckgürtel sind. Diese Regionen müssen Perspektive bekommen. Diese Regionen müssen wieder so attraktiv werden, dass dort auch wieder Leute hingehen, dass auch mal eine junge Stadtfamilie oder ein Rentner, der in der Stadt gearbeitet hat, sagt, meinen Lebensabend verbringe ich am Land, da ist billiges Bauland, da habe ich die freie Natur, aber ich brauche eben einen Hausarzt, schnelles Internet, funktionsfähige Straßen und so weiter. Diese Strukturen brauchen wir flächendeckend, damit Bayern in 20 Jahren nicht nur aus München besteht, sondern weiterhin aus seinen Regionen plus der Landeshauptstadt. Das ist unser Ziel. Und dabei ist unsere Politik in überhaupt keiner Weise eine Politik gegen die Städte. Nein, wir bewahren die Städte nur vor der eigenen Herzverfettung. Denn was nutzt das dem Münchner, wenn er 100.000 Einwohner mehr um sich herum hat in ein paar Jahren und kann seine Miete nicht mehr bezahlen, wenn er keinen Kindergartenplatz mehr bekommt und morgens und abends im Stau steht? Dann wird am Ende die Großstadt an dem eigenen Zustrom an Bürgern ersticken und da braucht man einen neuen Startbahn und einen neuen Tunnel und eine neue Autobahnanbindung, die uns am Land die Mittel raubt. Nein, am Land haben wir die guten Voraussetzungen, um Wirtschaftskraft entfalten lassen zu können. Aber man muss das Land eben mitkommen lassen. Dann passt es am Ende für beide, für Stadt und Land, für Nord und Süd. Und das sehen wir genauso in Europa. Es muss am Ende für alle passen. Dann funktioniert auch diese Gesellschaft. Eine kleine Anekdote am Rande, damit man die Leute ein wenig kennenlernt. Ich habe draußen vorher nur ein kleines Interview gegeben für Radio Charivari. Da war der Herr Kubicki aus dem Norden bei uns, hat neben mir das Interview gemacht und hat gesagt, heute früh ist er schon geweckt worden von den Kirchenglocken, weil er daneben geschlafen hat. Bei uns würde man dazu sagen, hat er gesagt, es ist ruhigstörender Lärm. Ruhigstörender Lärm ist es, weil er von den Kirchenglocken geweckt worden ist. Meine Damen und Herren, der Herr hätte schon eher von den Kirchenglocken geweckt werden sollen. Seine eigene Parteivorsitzende Leuthäuser Schnarrenberger will in Bayern islamische Feiertage einführen und er bezeichnet Kirchenglocken läuten als ruhigstörenden Lärm. Da sage ich, Herr Seehofer, da habt ihr euch ja eine saubere Sippschaft ausgesucht. Und dabei wollen wir auch hier die Religionen respektieren, wollen, dass alle friedlich und vernünftig zusammenleben. Aber ich bin mal neugierig. Wir haben als Freie Wähler im Landtag vor 2 Jahren rund den Antrag eingebracht, den Buß- und Bettag wieder einzuführen, weil wir sagen, man muss auch was fürs Herz tun können. Und wenn es eben in Regionen mit evangelischer Glaubensrichtung Tradition ist, Buß- und Bettag zu feiern, meine Damen und Herren, dann haben wir gesagt, machen wir mal das Probe aufs Exempel. Da sind's alle dagegen gewesen und ein paar, die vorher so laut für die Wiedereinführung des Buß- und Bettags geredet haben. Der Herr, frühere Ministerpräsident Beckstein, der ist noch zum Abstimmen rausgegangen, damit sie ihm in Franken nicht unter die Nase halten können. Er hat gegen den Buß- und Bettag gestimmt. Da haben sie aus Feigheit vor den Freien Wählern rausgegangen, die unbedingt dafür sein wollten und die anderen haben nicht dafür sein dürfen und haben dagegen gestimmt. Und heute sagen sie islamische Feiertage einführen. Na ja gut, Buß- und Bettag ist natürlich nicht zumutbar, das verstehe ich. Aber da sagen wir als Freie Wähler,
Wir stehen an der Seite aller Religionen. Alle Leute dieses Staates sollen vernünftig zusammenleben, sollen sich bürgerlich die Hand reichen, sollen hier nicht gegeneinander zu Felde ziehen. Das haben wir in der Geschichte oft genug erlebt. Und deshalb kein Auseinanderdividieren der Bevölkerung nach Religionen, kein Auseinanderdefinieren und Dividieren Europas in Länder, sondern möglichst große Freiheiten für alle, für ein liberales Bayern, für ein liberal wertkonservatives Bayern, dafür stehen die Freien Wähler. Meine Damen und Herren, das Thema Landwirtschaft scheint ja heute fast keine Rolle mehr zu spielen in der großen Politik. Die Bauern produzieren scheinbar ja ungefragt sowieso, denen braucht man hier gar nicht mehr zu nahe treten. Es werden über andere Dinge diskutiert. Aber auch hier sagen wir deutlich, die bäuerliche Landwirtschaft gehört für uns, für einen funktionsfähigen Staat dringend nötig dazu. Und da vermisse ich die Weichenstellung von Schwarz und Gelb, die sich ja immer gern mit den Bauernverbandsleuten und mit der bäuerlichen Interessengemeinschaft abbilden lassen. Da vermisse ich deren Eintreten, wenn es darum geht, bei der Energiepolitik auch die Bauern mitverdienen zu lassen. Schwarz und Gelb hat die Biokraftstoffe so besteuert, dass sie heute pleite gehen. Schwarz und Gelb ruiniert momentan die kleinen bäuerlichen Biogasanlagen. Die Einspeisevergütungen für Gülleverstromung wird gekürzt. Gleichzeitig wird für große Investoren an anderer Stelle die Hand gehoben. Wenn man hinter die Kulissen schaut, meine Damen und Herren, werden die bäuerlichen Strukturen heute gezielt untergraben, weil man an deren Land ran will, weil man an deren Wertschöpfung ran will. Wir sagen, dezentrale Strukturen auch in der Schlachthofbranche, dezentrale Strukturen auch bei der Lebensmittelversorgung vor Ort, vom kleinen Bäcker bis zum kleinen Metzger, vom kleinen Bauern bis zum kleinen Lebensmittelhändler bis zur kleinen Molkerei. Die brauchen unseren Schutz mehr als Biber, Kormoran oder Wolf. Die haben da ihre Daseinsberechtigung. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn die Öffentlichkeit irgendwo mit diesen Themen aufgehetzt wird, dann ist der Bauer plötzlich der Tierquäler, den man am Ende ja von einem Städter erklären lassen muss, wie er mit seinen Tieren umzugehen hat. Meine Damen und Herren, die Bauern machen das seit Generationen. Andere sollen sich um ihren Dreck selber kümmern. Insofern sind die Freien Wähler heute diejenigen, die noch Klartext sprechen, die sagen, was los ist und die die Zusammenhänge aufdecken. Und es wird interessant, dieses Jahr 2013, und ich sage Ihnen auch vorneweg, wenn es immer heißt, ja, schwarz oder rot. Ich habe es gesagt, wir werden uns heute für keinen dieser Leute entscheiden wollen, weil wir gar nicht wissen, was die morgen für Parole verbreiten. Der Udi war noch vor ein paar Wochen für die dritte Startbahn, heute ist er dagegen. Die CSU war vor ein paar Monaten noch für die Atomlaufzeitverlängerung, heute sind sie für die Verkürzung, arbeiten aber schon wieder an der Verlängerung. Sie sind gegen die Euro-Rettungsschirme und heben trotzdem dafür die Hand. Meine Damen und Herren, mit einem Menschen, der ein Schleudertrauma hat, soll man nicht gemeinsam Auto fahren. Es geht um die politische Zukunft dieses Landes und nicht um Eitelkeiten einiger Parteipolitiker. Es geht darum, ein bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz so auszugestalten, dass das funktioniert. Es geht darum, die Schule in wohnortnah zu erhalten. Es geht darum, genügend Lehrer zu haben und nicht jedes Jahr zu sagen, wir haben Lehrer genug. Und in den großen Ferien merken sie dann, dass doch zu wenig sind wie heuer wieder mal. Genauso wie man sich jedes Jahr im Herbst wundert, dass der Winter kommt. Genauso wundert man sich jetzt mal nach den großen Ferien, dass die Lehrer zu wenig sind. Haben wir doch in den Ferien auch keine Lehrer braucht. Warum braucht man sie jetzt plötzlich? Meine Damen und Herren. Und dann ist ja interessant, wie schnell dann ein paar hundert Lehrer plötzlich aus dem Zylinder gezaubert werden. Vorher hat man keine. Plötzlich werden ein paar hundert eingestellt, weil die Hütte ja gar so brennt. Dann sage ich, wie wahnsinnig waren wir denn, dass wir bis vor den Ferien hunderte und tausende Lehrer in Bayern, ausgebildete Lehrer, als arbeitslos herumstehen lässt, gleichzeitig Grundschulklassen mit 28 und 29 Kindern hat.
den Schulleitern der Angstschweiß auf der Stirn steht, wenn das neue Schuljahr losgeht, weil sie keine Leute haben. Wie wahnsinnig ist man denn, diese Leute nicht rechtzeitig in vernünftige Position zu bringen, diesen Leuten diese Schulklassen einfach zuzuteilen und zu sagen, hier könnt ihr unterrichten und nicht zu Hause als Nachhilfelehrer schwarz bezahlt von den Eltern dieses, ja, nur leisten können, die müssen dann die Fehler ausbügeln, was in der Schule nicht passiert ist. Nein, das muss in der Schule ganz offiziell passieren und da hat die bayerische Staatsregierung seit 40 Jahren heute versagt, meine Damen und Herren. Wir haben beim schnellen Internet Ende letzten Jahres, Mitte letzten Jahres gesagt, ihr braucht ein Nachfolgeprogramm. Zum Ende des Jahres 2011 ist der Internetausbau nicht abgeschlossen. Ihr versteht's nichts, ihr Freien Wähler. Zum Ende des Jahres wird er für abgeschlossen erklärt. Meine Damen und Herren, ich habe da schon den Vergleich gebracht. Mir schwillt schon der Kropf, wenn ich höre, jemand erklärt eine Debatte für abgeschlossen, obwohl hinterher weiter duschelt wird. Jemand erklärt den Breitbandausbau für abgeschlossen. Das ist doch genau dasselbe und da bringe ich den Vergleich ganz gezielt. Wie früher in den Zentralkomitees der Kommunistischen Partei im Januar der Winter für abgeschlossen erklärt worden ist, nur weil ihnen die Pelzmütze ausgegangen sind. Also hier müssen wir noch die Wahrheit sagen dürfen und ich sage genauso die Wahrheit, dass das eine Blamage war bis auf die Knochen, dieses achtjährige Gymnasium, das man über Nacht eingeführt hat, dann gesagt hat, das passt so. Dann hat man plötzlich gemerkt, hoppla, das neunte Jahr war doch nicht so schlecht. Jetzt führt man das neunte Jahr wie im achtjährigen Gymnasium wieder ein und hat dann ein neunjähriges G8, meine Damen und Herren. Ein neunjähriges G8, das bringt uns dann richtig weiter. Das ist wie ein vegetarischer Salat mit Schweinebraten und drunter. Ja, das ist dann richtig. Also auch hier die Wahrheit beim Namen nennen, wenn es auch weh tut, das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir mal so verdorben sein sollten in diesem Landtag, dass wir die Wahrheit nicht mehr sehen, meine Damen und Herren, dann gehe ich wieder nach Hause und füttere genauso gern die Ferkel, als dass er mich da oben rumärgert, das sage ich ganz klar. Wir sind nicht auf Landtagsmandate angewiesen. Aber solange wir da drin sind, werden wir Ihnen die Wahrheit sagen, weil wir uns Sorgen machen um unsere Zukunft, weil wir die Funktion dieses Staates ja erstreiten und erkämpfen wollen und weil wir einfach sagen müssen, und sagen dürfen, meine Damen und Herren, wer eins und eins nicht zusammenzählen kann, wer hier über Jahre hinweg die Staatsverschuldung nach oben getrieben hat, wer über Jahre hinweg über eine bayerische Landesbank, über ABS-Papiere, über einen hirngespinstigen Transrapid Milliarden an Planungskosten oder real versenkt hat, der braucht auf alle Fälle keine absolute Mehrheit mehr 2013, sondern er braucht einen Tritt in den Hintern, das sage ich so deutlich. Und dass wir hier im nächsten Jahr auch nach Berlin ausgreifen, auch das hat gute Gründe. Meine Damen und Herren, wir haben ja früher gemeint, den Landtag, den können wir uns als Freie Wähler sparen, die machen das schon. Je mehr wir jetzt mitbekommen haben, die machen das schon, ja, was sie eben machen. Die machen eben Blödsinn dort. Und insofern müssen wir heute feststellen, dass wir in Berlin dringend gebraucht werden, dringender denn je. Wir haben gesehen, wenn hier neue Parteien in den Bundestag geschrieben und gesendet werden sollen, neue Parteien, die keine Ahnung von nichts haben, die sich aber hinsetzen und sagen, sie sind für die Drogenfreigabe und für ein bedingungsloses Grundeinkommen von 800 Euro, hochgerechnet ergibt es 800 Milliarden bei einem Staatshaushalt von 300 bis 400 Milliarden, ist ja aber wurscht, will man ja nicht so genau nachrechnen. Diese Leute sind in aller Munde, diese Leute sollen im Bundestag vielleicht am Ende bestimmen, was passiert. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen es bestimmen. Sie, die Hausfrau, der Landwirt, der Beamte, der Bürgermeister, der normale Bürger dieses Landes, der muss wieder gefragt werden, wenn es um die Zukunft geht und nicht diese Experten und diese Parteiprogrammatiker, von denen ich die Nase so voll habe. Und wenn ich sage, Sie sollen das bestimmen, dann muss ich ja ganz klar sagen, dann muss man auch Volkes Meinung hören.
und muss man, wenn man es nicht mehr hört, weil man schon taub ist, das Volk direkt befragen. Ich habe es vorher gesagt, 80-90% der Bevölkerung sagen Nein zum ISM. Was sagt da unser Herr Ministerpräsident Drehofer, D zu Beginn wie Deutschland, Drehofer, nicht Seehofer, was sagt er da? Ja, man muss das Volk befragen. In München haben sie das Volk befragt zur dritten Startbahn und die waren dagegen. Nur in derselben Nacht hat er gesagt, ja, er ist aber trotzdem dafür. Meine Damen und Herren, einen solchen Demokraten können Sie in der Pfeife rauchen, der Volksabstimmungen fordert und wenn es nicht nach seinem Gusto ausgehen, dann macht er es trotzdem anders. Und zum Thema Euro, zum Thema Rettungsschirme wird doch das Volk niemals befragt werden. Sie haben uns nicht gefragt, als Sie den Euro eingeführt haben. Hätten Sie uns gefragt, hätten Sie noch sehr gut erklären müssen, welche Länder da reinkommen. Dann wäre in Griechenland eben damals gar nicht reingerutscht. Zum Segen Griechenlands und zum Segen des Euros. Aber das hat ja Weigel und Kohl besser gewusst. Die haben ja gesagt, der Euro ist so stabil wie die D-Mark. Und das behaupten sie bis heute. Meine Damen und Herren, wenn ich an die Zapfsäule fahre und zahle heute 1,50 Euro, dann sind das 3 D-Mark. Als ich zum Autofahren begonnen habe, vor gut 20 Jahren, hat der Sprit unter einer D-Mark gekostet. Das hat sich also mehr als verdreifacht. Ist das eine stabile Währung? Wenn Sie ins Oktoberfest gehen und eine Maß Bier bestellen, dann zahlen Sie deutlich über 10 Euro. Das sind über 20 D-Mark. Wenn man vor 5 oder kurz vor der Einführung des Euro im Jahr 2000 meinetwegen über 20 D-Mark für die Maß Bier verlangt hätte, wäre man wegen Preiswucher angezeigt worden. Und heute sagen dieselben Leute, dieser Euro ist genauso stabil, meine Damen und Herren. Auch da gilt wieder das gesunde Bauchgefühl. Und Sie wissen selber, wenn Sie zu Hause heute 100 Euro haben, dann ist es höchstens noch so viel wert wie 50 D-Mark. Es müsste aber so viel wert sein wie 200 D-Mark. Denn für einen Euro haben wir 2 D-Mark auf den Tisch legen müssen beim Umtausch. Und das war folgende Gleichung. Die Löhne sind halbiert worden und die Preise in den Geschäften sind gleich geblieben. Da hat man aus dem D-Mark-Schild nur Euro dahinter geschrieben. Das war eine Währungsabwertung, ein Währungsschnitt um 50%. Und dieser Währungsschnitt wird bald wiederkommen, wenn die weiter regieren. Wir treten ein dafür, die Bevölkerung direkt zu fragen. Wir sagen, lasst das Volk ihren Bundespräsidenten selber wählen und lasst nicht immer nur den vorne hinschieben, den die Merkel gerade eben loshaben will. Der darf dann nur ein paar Monate Bundespräsident sein, dann wird er eingeseift und entsorgt. Meine Damen und Herren, das Volk soll seinen Präsidenten selber wählen dürfen, wie es die Österreicher und die Tschechen machen. Mir ist nicht bekannt, dass das keine Demokraten wären. Nein, diese Leute können besser wählen, als wenn ein paar Parteizirkel den Bundespräsidenten aussuchen. Das ist für uns Bürgerbeteiligung. Genauso sagen wir, fragt das Volk zu diesen Rettungsschirmen, stellt ihnen die Frage, ob sie damit einverstanden sind, dass die Bundestagsabgeordneten ihre Stimmrechte nach Brüssel abgeben und in Brüssel das Land Malta genauso viel Stimmrecht hat wie Deutschland, wenn es um die Euro-Rettungsmilliarden geht. Und das ist natürlich dann einfach, wenn 10 oder 17 Leute am Tisch sitzen und 15 davon sind sich einig, dass sie die Geldbörse des anderen unter sich aufteilen, dann kann der eine protestieren und die anderen sagen dann, bist du ein Antidemokrat? Wir 15 haben doch beschlossen, dass wir deine Geldbörse verteilen dürfen. Wehe dem, du bist noch dafür. Meine Damen und Herren, das ist nicht unser Verständnis von Demokratie. Das ist nicht unser Verständnis von Europa, dass am Ende Malta Deutschland überstimmt bei den Euro-Rettungsschirmen, sondern wir wollen die Bürger in Deutschland fragen, ob sie hier so über den Tisch gezogen werden wollen. Das Ergebnis kann ich Ihnen vorneweg sagen, wenn die Frage so ehrlich ist, wird sie auch deutlich ausgehen, aber davor haben Sie Angst. Man könnte Ihnen höchstens zutrauen, dass am Ende eine Volksabstimmung abhalten, wo Sie dann draufschreiben, sind Sie für Europa?
dann sagt der Bürger, ja, freilich bin ich für Europa, genau wie wir Freien Wähler sagen, wir sind für Europa. Und dann sagt die Merkel, siehste, ich hab's ja gesagt, Euro ist gleich Europa, ist gleich Euro Rettungsschirm, ist gleich Überweisung von Zins und Zinseszins an die Investmentgesellschaften, siehste, ich habe sie gekriegt. Und deshalb abschließend, meine Damen und Herren, wir rufen nochmal rüber, komm rüber, Angela Merkel, wenn du mit deiner Rede zu Ende bist, schau dir die Alternative an, hier kannst du mal kicken. Und ansonsten sagen wir, die Politik der Freien Wähler, von der Kommune über das Land bis zum Bund und bis zu Europa, das ist eine Politik mit gesundem Menschenverstand, eine Politik, die demokratisch untermauert ist, eine Politik, wo der kleine Bürger noch zu sagen haben soll und nicht nur der milliardenschwere Lobbyist, eine Politik, die auf Nachhaltigkeit setzt, die auf Zukunftsfähigkeit setzt und nicht auf alternativlosen Wahnsinn. Kurz und gut, Freie Wähler, das ist Politik. Alles andere ist an dieser Stelle ja zum Scheitern verurteilt, weil sie nicht mit den Leuten reden, weil sie für Demokratie nicht mehr zugänglich sind. Deshalb sage ich, liebe Demokraten, liebe Freie Wähler, liebe Bürger Bayerns und drumherum, wir sind froh, dass wir Politik machen können. Wir freuen uns auf das Wahljahr 2013 und ich sage Ihnen, wir werden Ihnen bis dorthin noch die eine oder andere Maß einschenken. Kommen Sie gut nach Hause, alles Gute für Sie und Ihre Familie, alles Gute für die Zukunft, alles Gute mit der Politik der Freien Wähler. Dankeschön.